Ladies half price. Roman and Bruce. Hey, you wanna list? Yes. No. Yes. No, you're not coming in. Oh, wait a minute, man. We're relatively important people. We're going in, bro. I don't give a fuck who you think you are. You're not coming in. Come on, man. I'm a VIP. We come here all the time. Hey, Des. Hey, man. Tony? I ain't seen him. Hey, man! Luis! Bro, can you get us in? Hey, Brucey. Yeah, sure. Desi, take care of them. Thanks, man! Keep it cool. Keep it cool. Man, I'm going to see some vagina tonight! You walked in with one, bro. What? Never mind, man. Hey! So I'm going to go get the drinks! Okay! Good seeing you guys, man. I gotta take care of something. Hey, wait, listen, can I just say something, man? Listen, can I just say, the way you dealt with Bori, man, I was really great. Thank you. Hey, don't mention it, man. Unless you want me to kill him. Maybe. Hey, listen, you know, you're a shot like me. That's right, you're like a lone wolf. An adventurer. Tough butt. With a sensitive. Not really, bro. I like killing for money. Yes, yes, I know, but that's what's your problem, what? Man? Nothing. I didn't mean nothing by it. I'm not gay. It's cool, man. Just don't do it again, hey, man. Hey, look, I fucked three girls last night, man. One of them can't even walk. Now, if she could walk before, she didn't need a wheelchair or anything. Look, I was just checking to make sure you weren't gay, bro. No, not a problem, man. I gotta go. Hey, listen. Hey, Luis. Come on, man. We gotta go. Let's go. Alright, man. Peace out, bro. Thank God you showed up, bro. What? I never thought seeing you would make things feel more heterosexual. I'm gonna pretend I didn't hear that, sweetheart. Yeah, it's probably best. Take us over to the fish market. Na schön. Tja, der Brucey, der Gute. Latent homosexuell, ich hab's ja schon mal gesagt. So, wir steigen gerade ein und machen die Mission. Ach, alter Schwede, ey. Begib dich zum Pier 45. Hört weg ist da. Ja, ein bisschen müssen wir schon fahren. Na gut. Mal gucken, was wir da zu erledigen haben. Ah, der Deal. Also müssen wir die Diamanten gegen Gracie eintauschen. Das kennen wir ja schon. Das haben wir schon aus drei Sichten erlebt. Eigentlich ja, ne? Wir haben doch die Mission auch wieder aus drei Sichten erlebt. Das sind immer diese Schlüsselmissionen, wo sich die drei Hauptcharakter, also Nico, Johnny und Luis, treffen. Ich hatte ja letzte Aufnahme den Namen vom Hauptcharakter aus The Lost and Damned vergessen. Der hieß nämlich Johnny. Das wäre dann später wieder eingefallen. Dann gucken wir mal, ob das gut geht. Also wir wissen... Fuck. Wir wissen ja, dass es nicht gut geht. Na, großartig. Mann, wie soll ich denn jetzt die Bullen... Ach, Mann. Ich liebe es nicht. Oh, ich hasse es, wenn man kurz vor einer Mission noch Bullen rammt. Aua. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja. Achso, nee, ich muss in die Richtung. Okay. Alter, der Blutabdruck hier vorne. Wunderschön. Heiliger. Ja, ja, ich bin echt ein meisterhafter Autofahrer. So, jetzt aber. Don't rock the boat. Okay.
Ich war mir jetzt nicht sicher, wo genau der Pier ist. Also anscheinend hier irgendwo. Ah ja, hier vorne. Da vorne. Ach, wir sollen mit dem Boot hin. Okay. So. Dann bin ich mal gespannt. Okay. We need to get over to Charge Island, Luis. They're expecting us to dock there. Fahre zur Charge Island Kläranlage. Yo. Dann gucken wir mal, dass wir Gracie zurückkriegen. Na, ob das gut geht, ich weiß ja nicht. Ist aber immer cool, hier rüber zu fahren irgendwie. Da sieht man immer die Stadt. Heute läuft das Spiel irgendwie von der Performance her auch besser, habe ich das Gefühl. Da vorne sind wir schon. Yep. Oh, die Musik ist auch geil. So, richtig so ein bisschen 80er-Stil. Okay. Last chance, D. So you want to hand this stuff over? Sure, I'm sure. Father's gonna kill us if we don't. Yeah, it makes it nice and simple. Yeah, lends a lot of clarity to my thinking. Da ist Nico. Und die Stelle kennen wir noch. Gracie, you all right? Bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle. We walk back. Then you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go. Okay, und da ist eben Johnny aufgetaucht und der hat die ganze Sache ein bisschen durcheinander gebracht. Schüttelt das Gangmitglied hinten vom Boot ab. Da hängt jemand hinten dran, wollte ich kurz angemerkt haben. Now turn around and get the
those assholes who kidnapped me, you pussy! Stupid fucking bouncer piece of shit! Go back and get the guys who kidnapped me! Chris, they're gonna have to set the fuck up right now. We don't need to be doing this for you. You're a fucking joke! You and that old queen are gonna be done here. Okay. Gracie back safe and sound, Tom. I hope she was worth $2 million. You hit her, right? She had a boating accident. Make sure her old man understands that. I don't want to see her again. Okay, sailor. So long. Yeah. Ladies half price. Alter Schwede, ey. Die Gracie ist echt anstrengend. So. Was wären das? Moment. Okay, das wäre das Optimum gewesen. Alter, in 7 Sekunden abschütteln. Na schön. Gut. Die Mission hat mir erfolgreich erledigt. $5000 haben die auch noch gekriegt. Aber war jetzt an sich nicht schwer. Wir mussten ja eigentlich nur mit dem Boot fahren. Der Rest hat sich ja von selbst erledigt. So. Okay, und ich würde sagen, wir können jetzt vielleicht nochmal kurz bei Yusuf vorbeigucken. Was anderes hat wenig zu tun. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Der hat hier eine kleine Überraschung für uns versteckt. So, nicht mal hinten hier ein Taxi. Taxi! Okay. Ah, Tony ruft an. Fuck! Luke, have you heard? That our lives are falling apart? No! Yes! No! Sort of. The city's closed down the clubs. You serious? All this fucking bullshit, and we forgot to pay off the Citadel. Shit, D. Maybe this is a good thing. At least we can concentrate on getting off every gangster's hit list. We better do it quick. There's no more money coming in. It's only gonna get worse for us. Fuck me, I need some blow. Na schön. Taxi! Was ein Taxifahrer. Okay, dann fahren wir jetzt trotzdem schnell zu Yusuf. Dass wir das auch erledigt haben. Okay. Heißt ja, retten wir erstmal die Gracie und die ist natürlich beleidigt uns erstmal. Auch schön. So. Ach. Der hier. Yusuf Super Drop Diamond steht dir jetzt bei Bedarf bei seinem Apartment zur Verfügung. Possibly have to say that I'd want to hear, Rock. Time to face the facts, Jack. Frankly, you're fucked. There's a rich Russian having a powwow with the old man about you and the fag. FYI, they ain't talking about handing you a special commendation. Well, what the fuck are me and Toe supposed to do about that? Let's leave the homo out of this for a minute. Meet me and Uncle Vincenzo in the public toilets in Middle Park. We gotta talk in person. Ich denke, das können wir auch noch erledigen. Alter, was ein Wagen, ey. Gar nicht übertrieben. Okay, Rocco im Middle Park. Das sollten wir relativ schnell hinkommen. Und was wollen die jetzt von uns? Meine Güte, ey. Geht hier ganz schön zur Sache. Ups. Ich fahre mal hier lang. Na super, hier kann ich schlecht mit dem Auto reinfahren. Und Yusuf ruft an. Scheiße. Ah, der hat uns noch eine vergoldete Waffe gegeben anscheinend. Okay. Fahr hier mal mit dem Auto rum. So. Ach, die. Tatsache, die ist vergoldet. Okay, nice. Auch nicht schlecht. Boah, das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. It's your friendly neighborhood, Spider-Man. Boah, das ist echt cool. Schon echt schick. Gut, dann treffen wir uns schon mit Rocco. Der will ja irgendwas von uns anscheinend. Na, Schätzchen. So, da wären wir. Party's over.
That's what I told him. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? Very funny. You know, Mr. Ancelotti's still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you and the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony, you get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch, you fucking spick.